Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Darksiders Definitive Edition. Wir waren bis zum Schluss stehen geblieben auf der Suche nach den Tränen. Denn die Erschaffer brauchen die unbedingt wieder zurück, damit ihre große Schmiede wieder läuft. So, ich bin jetzt hier gerade auf dem Schatten, oder wir befinden uns auf dem Schattenkamm in Richtung Tränen. Ich hoffe doch zumindest mal, dass wir hier richtig sind. Und hier sind schon wieder neue Gegner, die uns ärgern wollen. Können wir gleich mal unsere neuen Waffen einsetzen, ein bisschen. So, den großen Haar haben wir schon mal vernichtet. Jetzt nur noch diese kleinen hier. Da kann ich mal die Pistole mal ein bisschen benutzen für. Ja, die ist auch relativ gut dafür. So. Dann hat uns gleich mal ein bisschen Erfahrung eingebracht. Da vorne können wir wieder so ein Teil wegschießen. So. Ich mache jetzt aber erstmal einen kleinen Abstecher hier runter. Und ich weiß gar nicht, ob uns das hier schon was bringt. Muss ich gerade gestehen. Ich höre nur gerade, irgendwo ist wieder ein Stein da hinten. Das sehe ich sehen schon. Aber da können wir die noch nicht abschießen. Guck mich also erstmal ein bisschen um hier. Hier ins Wasser und guck mal, ob unter Wasser irgendwas liegt, was wertvoll ist, was brauchbares. Wie eine Münze oder sowas. Der Leib scheint schon mal nichts zu sein, wa? Ah, guck mal, genau dahinter in dieser Lücke lag eine Münze jetzt. Also es lohnt sich immer, die Umgebung gut abzusuchen. Besonders Münzen sind stellenweise relativ gemein versteckt. So, und dann wollen wir erstmal rein in die gute Stube. Mal gucken, was hier Schönes drin ist. Oh, hier vorne ist eine Kiste. Ah, die haben sie echt hier hinter der Treppe versteckt, wie gemein. War leider nur Gold drin, ne? Obwohl Gold auch relativ wichtig im Spiel ist. Da man damit ja die Fähigkeiten kaufen kann, beziehungsweise die Angriffe kaufen kann. Die zerschlagene Schmiede. Okay. Frage ist also gerade, wie komme ich da hinten an die große Kiste ran? Die wieder erstmal ganz typisch erstmal Zimmer mache ins Wasser. Guck mich mal hier um. Da ist schon mal was. Da mal eine Münze. Glück leuchten die relativ gut auf, dass man sie auch leicht unter Wasser finden kann. Auch wenn das Wasser ein bisschen drüber ist, wie hier. Hat man dort in dem Bereich eigentlich keine Probleme. Was mir gerade auffällt in der Definitive Edition, wenn der Tod wirbelt sogar beim Schwimmen richtig so ein bisschen das Wasser um sich herum weg. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Der PlayStation-Version, aber ich habe daran noch gar nicht gedacht und drauf geachtet. Jeweils in der alten Version war es auf jeden Fall nicht drin. So, hier vorne ist eine weitere Tür. Eine weitere Tür, da wären wir erstmal durch. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ganz viel Wasser und der Weg scheint versperrt zu sein erstmal. Also gucke ich mich erstmal wieder am Wasser rum. Scheint diesmal nicht nur zu liegen, wa?
Kommen wir da irgendwie durch? Ach, hier kommen wir nach unten hin weiter. Clever gemacht, muss ich schon sagen. Und da warten schon die nächsten Gegner auf uns. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt hochkommen. Ich habe da schon was gesehen. Hier ist nochmal ein Kistchen. Ah, ja, jetzt haben wir die Verlieskarte. Da würde ich doch gerne mal einen Blick drauf werfen. Das ist hier eine zerschlagene Schmiede. Also praktisch, wie gesagt, eine ehemalige Schmiede, wenn man es so ausdrücken möchte. Ich gucke nochmal ganz kurz im Wasser rum, ob da noch was liegen könnte. Weil wie gesagt, manchmal sind die Sachen ein bisschen gemein versteckt. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. So, dann muss ich jetzt hier, wahrscheinlich hoch an der Wand. So. Und da kommt ein paar Gegner auf uns zu. Einige haben es mal erledigt. Er ist auch erledigt, den haben wir schön in die Wand reingepinnt. So, hier vorne ist ganz viel Verderben, das kriegen wir leider nicht weg so. Wenn wir uns da irgendwo was holen. Da geht es nur wieder nach unten. Da oben sehe ich schon was, da komme ich aber noch nicht hin, wa? Da werde ich so noch nicht hinkommen, okay. Gut, ich muss also erst auf eine höhere Ebene gelangen. Hier geht es sogar eher nach unten als nach oben. Man kann auch an der Wand lang. Ich gucke mir erstmal den Wasserweg an. 6 Gegenstände und so. Hier liegt leider nichts. Schade. Also es geht wirklich nach oben weiter. So. Wir müssen anscheinend an der Wand lang laufen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Und jetzt? Ah, wieder an den Seiten lang laufen. Ach, das war nicht die richtige Wand. Schade. So. Ach, werde ich nochmal springen müssen. Ach ja, schon, wir wären ganz oben angekommen. Jetzt sind wir ganz oben gekommen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal eine Etage höher gekommen als eben. Okay, da ist wieder was versteckt wahrscheinlich. Okay, erstmal wieder an der Wand entlang. Scheint mir erstmal der einfachste Weg zu sein. Na, schade. Ich brauche mehr Zorn. So, der ist der Kompensator. So, die Gegner konnten wir ja schon mal erledigen. Na, da scheinen wir noch nicht ranzukommen, wa? Da fehlt uns noch irgendwas. Ich kann auch mal ins Wasser gehen kurz. Nee, hier ist leider nichts mehr. Schade. Schade, schade.
komme ich noch nicht weiter. Ich brauche irgendwas, um das an mich ranzuziehen, das Teil da. Okay, gucken wir erstmal, was ich Schönes bekommen habe. Hier war es, als wenn ich eine neue Sense. Na, guck mal, die sieht doch mal gleich viel stylischer aus als die alte eben. Gut, dann müssen wir erstmal den Weg wieder zurück. Komme ich erstmal bei dieser zerschlagenen Schmiede nicht weiter, schade. Schön ist, man kann ja auch an der Wand zurück erstmal. Dass wir hier mittlerweile einen Rückweg eingebaut haben. Dass man die Sache auch erstmal wieder verlassen kann, wenn man nicht die passenden Fähigkeiten hat dafür. Ja, irgendwas fehlt uns noch. Ich weiß nicht genau, was jetzt sein wird. Aber irgendwas fehlt uns auf jeden Fall. Gut, also machen wir uns doch erst weiter auf in Richtung Tränen. Vielleicht können wir auch einen Rückweg hier nochmal ran. Vorbeikommen kurz, um die Sachen einzusammeln, die uns noch fehlen. Vielleicht haben wir dann schon die passende Fähigkeit, um hier weiterzukommen. Ich muss alleine gehen. Muss alleine gehen, okay? Gut, dann gehe ich mal alleine. Das sind wieder ein paar Zäuner. So, die habe ich dann souverän vernichtet erstmal hier. Guck mal, ob ich was Neues habe. Schon wieder eine neue Sense. 42 bis 50, 43 bis 49. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Diese Sense macht zwar ein bisschen mehr, also das untere Level ein bisschen höher um einen Punkt, dafür ist das obere Level gesenkter. Ich entscheide mich, glaube ich, erstmal für die. Die sieht auch nicht schlecht aus, die andere, aber... Die finde ich hier sogar noch ein kleines bisschen stylischer. Na gut. So, jetzt gibt's hier mal ein bisschen der... die Galle. Das war's anscheinend schon. Ich habe alle besiegt, wenn ich mal so denke. Da springe ich lieber nicht rein, sonst falle ich aus der Karte raus. Vielleicht hätte man die auch ganz einfach besiegen können, indem man einfach nur darauf schießt. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, irgendwas Neues, Gegenstandsmäßiges habe ich schon wieder gefunden. Ein paar neue Stiefel, Eisenschuhe, die hatte ich schon mal, die brauche ich nicht mehr. Weil ich trage auch gerade ein paar Eisenstiefel. Da gab es nochmal ein Münzchen. So, was haben wir hier Schönes? Ein Hebelchen. So, dann können wir mal direkt weiter. Nachdem der Rückweg jetzt auch gesichert ist. Der Fjord. Da sind wir jetzt angekommen. Guck mal, hier sind schon wieder Streuner. Ah, guck mal, den hätte ich sogar exekutieren können noch. Guck mal, hier kommt man die Chance auf Exekution geboten. Moment, eine Münze. Oh. Oh, hallo, Fleischling. Ich habe dich gar nicht gesehen.
Ich wollte gerade fragen, wer du bist. Oder eher was. Ich heiße Schwarzenwurz. Und ich habe Hunger. Und worauf genau? Nur auf die besten Steine. Ich kann diese Leckerbissen anlocken, aber es ist Jahrhunderte her, dass welche in Reichweite waren. Ich muss hier auf meinen Herrn warten. Ich werde verhungern, wenn mir niemand hilft. Dein Volk steht am Rande der Vernichtung und du bittest mich, dich zu füttern? Wenn es nicht so viele Umstände macht. Nimm das. Es wird den Stein zu dir führen, sodass du ihn mir bringen kannst. Dann werde ich ihn mit großem Vergnügen essen. Und ich werde dich belohnen. Okay, hier haben wir anscheinend einen ganz verfressenen Kumpel gefunden. Fragen wir mal, wer überhaupt sein Herr ist. Was ist mit deinem Herrn? Von ihm rede ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ihn. Er verließ mich vor Äonen. Jetzt bin ich hier gefangen. Okay, ist eine traurige Geschichte eigentlich eher. Wie lange bist du schon hier? Ich sammle meine Kraft seit Jahrhunderten und meine Wurzeln reichen tief. Das ist mein Problem. So, mir war eigentlich auch nicht bewusst, dass Kreationen überhaupt essen können. Du isst? Ich bin nicht wie andere Kreationen. In meiner Gestalt hat das Leben Wurzeln geschlagen. Ich muss gefüttert werden, sonst wird es mich verzehren. Okay, jetzt dürfen wir den guten alten Mister hier füttern. Irgendwo höre ich sogar schon so einen Stein wieder. Die können wir jetzt wahrscheinlich abschießen. Lockstein. Der Lockstein verbindet sich mit dem beliebig getroffenen, verzauberten Stein und zieht diesen zum Besitzer hin. Schießen Sie mit Erlösung auf einen verzauberten Stein, um ihn zu erwecken. Der Lockstein macht den Rest. Okay, den haben wir jetzt wahrscheinlich auch hier drin, oder? Noch nicht? Gut. Da hinten sehe ich schon mal so einen Stein, oder? Nee, kein Stein. Ah, da oben ist einer. Ja, bring mir mehr. 34 muss man sammeln. Ja, guck mal, Stein der Mystiker. Quatschen wir doch mal an. Geht nicht. Ich bin eigentlich hochgekommen wegen der Münze dort. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich muss alleine gehen. Ja, ich habe die Münze erwischt. Deswegen bin ich eigentlich dorthin geritten, gerade nur. Oh, der hat das neue fallen gelassen. Ich glaube, der hat einen neuen Hammer fallen gelassen, oder? Ja. Der ist aber schwächer als meiner. Mein dunkler Rächer. So, den haben wir auch erledigt. Drücken Sie, dieses nette Zeichen dort, während die Verbesserungsoption auswahl, Gegenstände zu verfüttern. Okay. Hä? Ich kann doch gar keine Gegenstände verfüttern. Ah, guck mal, den können wir verbessern hier. Besessener Hammer. Okay. Könnte meine jetzige Waffe dort reinlegen, also meine vorherige Waffe. Abwehr die einfach mal. Das Wichtige beim Abwehren ist eigentlich, dass man da Gegenstände reinlegt, die auch eine bestimmte Fähigkeit haben. Sonst bringt das einem auch nicht viel. Vielleicht hat er das erwischt. Ja, sehr komplett da. Die haben doch den ganz großen gerade.
So, damit haben wir Pirschknochen schon mal erhalten. Perfekt. Dafür haben wir schon mal eine Zutat zusammen für diesen Talisman, der uns versprochen wurde. Gucken wir mal kurz hier rein. Da sind sie, die Pirschknochen. Was haben wir da Schönes bekommen? Okay, wir haben Räuberschoner bekommen. Die nehmen wir auch mal. Die geben uns hier plus bei Erfahrung. Also damit sammeln wir ein wenig mehr Erfahrungspunkte. Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte gleich dahin. Frage mich, ob ich jetzt das andere da auch schon opfern kann. Guck mal, die haben nicht, hat nicht passive Fähigkeit, kritischer Magieschaden. Deswegen opfer ich die mal einfach mit. So. Boah, ich kam wieder nicht zum Exekutieren. Diese Waffen sind echt so ganz schnell. Da ist echt nichts mehr mit Exekutieren. So. Der ist erledigt, hat irgendwas fallen gelassen. Irgendwas Kleines, ich denke mal bestimmt ein Talisman oder sowas. Gar nicht so schnell sehen können, muss ich tatsächlich gestehen. Ja, ein Talisman. Ah, und guck mal, der ist sogar ein bisschen. Erhöht die Magie und Exekution, Zorn bei Exekution. Waisen-Talisman. Den nehme ich mal. Kann ich den anderen hier wieder, den anderen Gegenstand hier wieder opfern? Und damit haben wir unsere Waffe schon mal ein bisschen verbessert. Aber sie ist noch nicht gut genug, um über den dunklen Ritter hinauszukommen. Na gut, machen wir uns weiter auf in Richtung der Tränen. Die beiden sind auch erstmal weg vom Fenster. So, da habe ich mal geschafft, das zu kopieren. Sogar. So, hier auch nochmal. Und ich glaube, der hat gerade ein paar neue Stiefel fallen gelassen. Genau. Einfach nur Stiefel. Die sind aber viel schlechter als unsere. Also nehme ich die schon mal nicht. So, der ist weg vom Fenster. So, den exekutiere ich auch mal weg. So, erledigt. Da draußen ist wieder ein Pirscher. Kann also gleich lustig werden. Oh, das war eine große Attacke von ihm. Ah, jetzt wird knapp. So, perfekt. Ich werde mal einen Heiltrank benutzen. Gefunden haben wir nichts Neues, aber der Heiltrank ist schon mal ganz wichtig gerade. Gegen die Pirscher zu bestehen.
Der Bursch hat auch Geschichte. Wir haben was Neues bekommen. Ein neues Schulterstück. Vagabunden-Schulterschutz. Ah, ist nicht wirklich besser als unser Stück des Reiters. Ja? Der Widerstand wäre ein bisschen höher, aber der Rest ist alles viel niedriger. Das heißt, wir werden schon mal das schon mal nicht benutzen, sondern eher hier nochmal was im Fest haben. So, perfekt. Da noch ein bisschen Gold, das nehme ich gerne mit. Wieder ein paar Stiefel. Und wieder Gold und keine geileren Gegner mehr vorhanden. Und ich mach mal was kurz. Da oben ist eine Münze. Mir eben schon ins Auge gespäht. Und mal gucken, wie ich dort am besten rankomme. Ah, guck mal, da unten ist er. Blub, da haben wir sie. Gesammelt. Da ist nichts Neues. Ich weiß gar nicht, warum ich mal darauf drücke. Ich will eigentlich nur hier durchskippen. So, dann wollen wir erstmal weiter. In Richtung Kessel. Da zeigt der Weg hier nach oben. Folgen wir den erstmal. Und ich höre schon wieder so einen Stein. Sehe ihn auch schon, da ist er. So, ein weiterer Stein, der Mystiker. Jetzt fehlen nur noch 32. Wir scheinen da angekommen zu sein, wo wir hin wollten. Die Gussfestung. Ah ja, manchmal wieder ein paar nette Begleiter aus. Gewartet. Vielleicht noch ein kleines Begrüßungskomitee. So. So, kaum bist du noch gar nicht ganz drinne. Und schon wird von irgendwas belagert. Oh, nicht schlecht. Können wir hier eigentlich schwimmen? Nee. Kein super flach zu sein. Also kein Schwimmen möglich. So, ich guck mich überall ganz genau um hier. Und gerade weil wir jetzt wieder in einem Dungeon sind. Was ein bisschen ungünstig ist bei dieser Waffe, wenn man festhält, dann macht man so ein Schild, wo man sich mit verteidigen kann. Das finde ich ein bisschen ungünstig an der Waffe. Ich meine, der Schild ist vielleicht ganz nett. Ich benutze ihn sowieso nicht so gerne. Aber man, wenn man halt ganz schnell im Gefecht lange zurückzählt und außersehen da zu lange drauf drückt, dann hat man keine Chance mehr anzugreifen. So, kommen wir hier hoch um die? Scheint nicht. Ach, guck mal, da ist der Weg nach oben. Perfekt. Gut, dann lass uns mal fix nach oben. Hopp, hopp, hopp. So, habe ich hier schönes. Explosive Schattenbomben sind das übrigens. So. Und da haben wir da hinten schon mal einen Teil runtergeschossen, mit dem wir jetzt wahrscheinlich weiter agieren können. Ah, ich sehe schon. Das Teil soll da in die Vertiefung rein, die Kugel. Alles klar, machen wir das noch gleich mal. So, ich habe mir dieses Tor
entlocken. Ah, guck mal, da schon mal das Symbol von den Tränen. Ich kenne mal schon von den Steinvatern. Perfekt. Wir scheinen ja also richtig zu sein. So, ich hab's mir schon wieder nach einem... Was angehört, hier ist eine Kiste irgendwo. Ah, guck mal, da ist die Kiste. Und da haben wir ein paar neue Handschuhe bekommen. Stulpen. Verteidigung 21 plus. Ist sogar gar nicht so schlecht, aber keine Erfahrung. Für. Deswegen lasse ich erstmal meine Sachen. Da vorne ist nochmal eine Münze. Scheint ganz unten angekommen zu sein. Jetzt aber nichts mehr, schade. Gut, da vorne geht's wieder hoch. Sehe ich schon. So, auf dieser Seite kommen wir erstmal nicht weiter. Da sieht man schon an der Mini-Map das Tor, was da ist. Ist noch zu, ist noch rot. Rot gelockt, also da kommen wir nicht weiter. So, den haben wir schon gerade auch nicht verprügelt. Irgendwo ist auf jeden Fall nochmal ein Stein. Ach, guck mal, der ist ja ganz vorne drauf, wie es hört. Ganz gemein gemacht eigentlich. So, damit haben wir den Stein auch erwischt. Den komme ich dann mal wieder weg. So. Ich werde jetzt nicht sagen. Jetzt haben wir vorbeigelaufen, eben erst. So, jetzt explodieren wir den mal fix. So, diese Explosionen kennt man übrigens auch schon, oder kannte man schon, aus dem ersten Teil. Da waren sie doch schon arg beliebt bei den Fans. Die sehen ja auch verdammt geil gemacht aus, die Explosionen. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten wieder nach oben komme. Ah, hier. Ein etwas umständlicherer Weg anscheinend. Und hier ist nochmal ein Kistchen. Und wir haben wieder ein bisschen Gold gefunden. Ich merke schon, von hier kommen wir wahrscheinlich nicht wieder nach oben, oder? Nee, jedenfalls nicht so einfach. Also wir müssen hier wieder runter und doch nochmal hier ganz hochklettern. So. Und jetzt sind wir wieder ganz oben angekommen. Man hätte auch einmal den Weg runterlaufen können, aber da hätte man wahrscheinlich Gegenstände nicht alle bekommen. Da habe ich mich hier für den etwas komplizierteren Weg entschieden gerade. Ach guck mal, hier fließt schon ein wenig Wasser lang, also wir können hier schon nicht ganz so falsch sein. So, jetzt geht ein Weg nach rechts, ein Weg nach links. Da hinten ist noch mal eine Kiste irgendwie. Ich werde wieder mal eine 6 Meter. So, hier sind schon mal Geschichte. Da drüben ist nochmal eine Kiste. Ich versuche nochmal mein Glück hier hochzukommen. Ah, perfekt. Und da gab es mal wieder eine Zweitwaffe, eine neue. Armklingen, die kann ich nicht brauchen. Also werde ich das hier mit reinhauen. Irgendwann muss es doch mal stärker werden als das da. Und das ist nach ein, zwei Stufen aufstiegen. So, und dann gehe ich jetzt erstmal hier hinten lang. Ich hab dann war jetzt gar nicht bei der Kiste, fällt mir gerade mal auf. Ich muss hier noch mal ganz kurz um die Ecke. Die würde ich doch nur sehr ungern zurücklassen, die Kiste.
Ah, guck da mal einander, so das gute Stiftchen. Ah, war zwar nur Gold drin und man kann vorher immer nie wissen, was eigentlich drin ist. Wie gesagt, beim Nebenspieldurchlauf ändert sich das Loot in den Kisten auch ein bisschen. Man bekommt zwar ungefähr immer die gleichen Ausrüstungsgegenstände, aber nie in der gleichen Kiste oder zur gleichen Zeit. Sind immer wieder anders versteckt. Das Loot-System ist halt ein wenig dynamischer gestaltet, wenn man so sagen darf. Oh, hier sind wir diese komischen Insekten. Und auch wieder diese kleinen Treppen. Freuner. So, das war's jetzt mal, wa? Ui, da kam ein großer Gegner mal wieder vor uns. Also ein etwas größeren Gegner vor uns. Da, die Waffe ist gerade leer. Ich kann nicht nachladen, so schnell. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das hat unser Wild. So, ich versuche ganz schnell wieder meine Kraft aufzuwenden. Die hat er nicht mehr. Ja, da haben wir es geschafft. Dieses leicht hässliche Wesen haben wir vernichtet. Wunderbar. Ach, guck mal, da ist der Helm, den wir den guten alten Kahn bringen sollen. Gesellenhelm. Einer der verlorenen Gesellenschätze. Dieser Kriegerhelm wurde von Anagorn, also von Anna. Ach, was ist denn da schon wieder? Dieser Kriegerhelm wurde vor Äonen vom Schwarzen Hammer geschmiedet. Er war ein besonderes Geschenk von dessen Bruder Tarn. Also praktisch ist Tarn der Bruder von Kahn. Der Schwarze Hammer ist halt der gute alte Ultan mit gemeint. Der hat ihn geschmiedet. Der ist auch bekannt als Schwarzer Hammer. So viel zur Hintergrundgeschichte. So, ich guck mal kurz, was ich bekommen habe. Natürlich den Gesellenhelm. Einen neuen Waisentalisman, aber den kann ich nicht wirklich verwenden. Räuberschulterstück habe ich wieder bekommen. Nehme ich natürlich nicht. Denn mein Reiter ist natürlich ein bisschen besser hier. Ein Reiterschulterstück. Und jetzt kann ich noch wieder ein paar Sachen hier rein machen. Die Verbesserung meines Hammers, die ich hoffentlich mal irgendwann auch in Betrieb nehmen kann. So. So, hier wird man ja weitergehen. Hier sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du lässt mir einen Daumen und einen Kommi da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Bis dahin, ciao und bis dann.